Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch vorstellen, was der Schematiker-Mod ist. Und zwar, Leute, der Schematiker-Mod ist ganz einfach, müsst ihr euch vorstellen, so, als würdet ihr was kopieren. Zum Beispiel, jemand hat einen Plot, wo ihr sagt, ist richtig schön, will ich nachbauen. Dann kopiert euch Schematiker das 1:1 und dann könnt ihr das auf ein leeres Plot einfügen und dann nachbauen. Ich werde euch zeigen heute, wie Schematiker funktioniert. Ich werde es euch leider nicht zeigen, wie man es installiert, weil das habe ich selber noch nicht so wirklich rausbekommen. Bei mir hat es nämlich auch ein Kumpel gemacht, deswegen zeige ich euch heute, wie Schematiker allgemein funktioniert. Wie ihr die Materialien sehen könnt, um zu berechnen, wie viel zum Beispiel euer Skin oder sowas kostet. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, suchen wir uns auch gleich mal einen Plot am Spawn raus. Weil am Spawn stehen eigentlich immer recht schöne Plots, die schon öfters mal nachgebaut wurden auch. Also, mal sehen. Am besten ist, wenn ihr irgendwas kopieren wollt, sucht euch, wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr das Plot haben wollt, fragt ihn am besten immer erstmal davor, bevor ihr irgendwas kopiert. So Leute, wenn ihr jetzt Schematiker habt, drückt ihr auf eurer Tastatur dieses ganz rechts, dieses Sternchenzeichen so. Jetzt habt ihr dieses Feld. Jetzt könnt ihr diesen roten Punkt setzen. Ihr seht jetzt hier noch keinen roten Punkt. Das liegt daran, dass es hier unten auf Off steht. Das müsst ihr erstmal anmachen und dann müsst ihr das Teil so verschieben, wie ihr es haben wollt. Wir wollen es ja jetzt in dem Fall nein, wir wollen es ja jetzt weiter noch ein bisschen weiter nach rechts haben. So, und zwar haben wir das jetzt hier, Leute. Ich denke mal, ich kopiere das plötzlich einfach mal so, ich werde das ja jetzt nicht nachbauen, Leute. Wichtig ist, wenn ihr irgendwas hier kopiert, müssen alle Chunks dabei geladen sein. So, jetzt platzieren wir gleich den zweiten, und zwar den blauen davon. Jetzt platzieren wir den blauen mal hier. Müsst es immer so verschieben, wie ihr es haben wollt. Und so, jetzt ist das ja jetzt alles noch auf so einer Ebene. Wenn wir jetzt kopieren drücken machen würden, dann würde er nur diese eine Ebene kopieren. Also verstellen wir jetzt die Höhen. Die Höhen sind hier ja die Ys. So, man könnte jetzt auch hier zum Beispiel Koordinaten eingeben. Ich sage einfach mal 1000, dann würde das bis 1000 gehen. Falls ihr euch auf einen Punkt stellt, zum Beispiel jetzt hier hin und oben rechts, oben links seht ihr ja die Koordinaten und ihr wollt, stellt euch einfach in jede Ecke von dem Plot einmal und dann gebt ihr die Koordinaten dort ein. So, wartet mal. So, jetzt müssen wir erstmal 153 wieder eingeben. So, okay. Und jetzt machen wir das mal bis ungefähr Bauhöhe 256, Leute. 256 ist die maximale Bauhöhe. Das Ding ist, ihr müsst, es gibt einen extra Schematiker-Ordner, wenn ihr den Mod dann installiert habt, gibt es einen extra Schematiker-Ordner. Ihr könnt nicht nur Schematikers kopieren, es ist auch so, dass ihr Schematikers aus dem Internet downloaden könnt und die dann diesen Ordner machen könnt und dann in-game nachbauen könnt. So, 256 ist ja die maximale Ball. Dann machen wir jetzt mal noch, ich würde sagen, bis Stufe 1. Dann haben wir das Ganze auch schon gleich kopiert, Leute. So. Jetzt gebt ihr dem hier unten mal noch einen Namen. Ich nenne das jetzt einfach mal Test 1. So. Jetzt haben wir das Test. Jetzt seht ihr hier unten, der Mod hat 9 Chunks kopiert. Also 9 Chunks wurde jetzt hier komplett kopiert. Und jetzt gehen wir mal gucken, nicht wundern. Wenn ihr jetzt bei eurer Tastatur den Slash-Zeichen ganz rechts drückt, dann bekommt ihr die Liste angezeigt mit den kopierten Schematikers. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo hier überhaupt Test ist. So, warte mal, hier haben wir jetzt Test 1. So Leute, ihr seht schon, das ist jetzt die ganze untere Ebene. Er hat auch anscheinend alles kopiert, so wie es aussieht. Oder hat er alles kopiert, Leute? Wir werden es ja gleich sehen. Das Ding ist, wenn ihr ein größeres Plot kopieren wollt, ist es am besten, wenn ihr alle Chunks geladen habt. So Leute, jetzt seht ihr, er hat das komplette hier kopiert. Diese Blöcke müsst ihr dann dementsprechend dann später replacen. Wenn irgendein Block falsch sein sollte, dann seht ihr schon, wird das euch rot angezeigt oder auch gelb. Gelb heißt, ist es im Prinzip von derselben Sorte, aber es ist auch falsch. Es ist der falsche Block. Rot heißt, es ist komplett falsch. Und falls ihr irgendwie was, ich sag mal, ummodellieren wird bei dieser Schematiker, müsst ihr euch damit abfinden, dass wenn ihr zum Beispiel diese ganzen blauen Blöcke hier durch Sandstein ersetzen wird, dass alles bei der Schematiker rot aussieht. Das sieht dann immer ein bisschen behindert aus, Leute. Ich weiß, aber damit muss man sich einfach abfinden. So, als nächstes zeige ich euch jetzt, wie ihr die Materialien machen könnt. Ganz rechts auf eurer Tastatur ist ja dieses Minuszeichen ganz oben rechts. So, ganz oben rechts, wisst ihr, was ich meine. So, dann hat man jetzt hier dieses Minuszeichen. Hier steht schon, man kann hier auch die Schematiker drehen
Oder halt spiegeln, also heißt im Prinzip, was heißt denn spiegeln? Spiegeln ist einmal komplett verkehrt im Prinzip. So. Dann kann man ja noch verstecken. Dann kann man die hier jetzt zum Beispiel ausschalten. Hin, her bewegen. Jetzt kann man die in verschiedene Richtungen drehen. Oder ne, hin, her bewegen. Okay. Und jetzt seht ihr hier die Materialien, die man jetzt braucht. Danach kann man dann halt berechnen, was man alles kaufen muss. Zum Beispiel hier hellblauen Ton, würde ich sagen. Ja, 3000, so ein bisschen mehr als eine halbe Doppelkiste, also so 28 Stacks Ton müssten das jetzt sein. So, ein paar Beacons, hier sind noch ein paar Gef. Oh ja, Digga, ein paar Beacons, da muss los. 525. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial dazu gefallen. Falls ich irgendwas falsch erklärt habe, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne abonnieren und ein Like lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.